du Bock? Nee. Perfekt. Peace, Leute. Jo, jo. Willkommen zu Episode 3 von Garments MOV. Für die heutige Episode haben wir uns Bottega Veneta bzw. New Bottega als Thema rausgesucht und haben jetzt 3 Accessoires dabei und 2 Boots und eine Pant. Genau. Genau, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich rein. Yes, sir. Ich gebe dir mal den Cardholder und nehme die anderen beiden Sachen. Magst du anfangen? Jo, genau. Dann haben wir jetzt hier einmal einen klassischen Cardholder sozusagen in Schwarz. Hat hier unten, wie man sieht, diese typischen Waben, ich weiß nicht, wie ich es jetzt beschreiben soll, oder Waben. So geflechtet. Das ist geflechtet, genau. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass der hier so eine Öffnung hat, heißt, man kann hier seine Scheine sozusagen reinstecken. Und das, was ich dazu nur sagen kann, ist, das werdet ihr auch später im Video öfter sehen, ist dieser Cut hier, beziehungsweise dieses, wie sagt ihr mal, das V-artige. Das finde ich, bei Bottega sieht man irgendwie öfter, dass generell einfach so ein V irgendwie eingearbeitet ist, weil Bottega eine Brand ist, die eigentlich nie ein Branding auf die Pieces draufhaut, also fällt jetzt gerade nichts ein, und das sowas, das finde ich ganz cool immer, dass man eben sowas oder so Kleinigkeiten, klar, da kann man vielleicht jetzt ein bisschen viel reininterpretieren, aber man sieht es bei denen wirklich oft und finde ich sehr cool gemacht. Ob das dann jetzt im Endeffekt auch die Intention dahinter war, sei mal jetzt in Frage gestellt, aber finde ich auf jeden Fall ganz nice. Und genau, Qualität ist sehr nice vom Leder her, fühlt sich sehr gut an. Riecht auch sehr, sehr geil im Vergleich zu anderen Marken Etuis. Was ich jetzt sage, kann ich aber nur für mich sprechen, weil Anton hatte davor mal einen Goyard Cardholder, genau. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn ich es in der Hand habe, finde ich es tatsächlich sogar nicer von der Qualität. Klar kann man jetzt sagen, Goyard ist alles, vielleicht das Leder vielleicht noch ein bisschen anders und ist ja auch bemalt am Ende des Tages, aber finde ich jetzt für mich persönlich ansprechender und nicer wie jetzt so ein Goyard Cardholder und ist halt ziemlich clean. Genau. Das war es dann auch schon zu dem. Genau, was man eben auch nochmal zu der Farbe und zu der Machung sagen kann von dem Ding, ist halt einfach, dass es mega understated ist, weil du halt eben, wie schon Flo gesagt hat, kein Branding oder so drauf hast. Das Coole an dem Teil ist, wenn du das halt hinlegst oder so und jemand weiß Bescheid, dann weiß er Bescheid so. Genau, also das ist dann, ja, ich sag mal ein bisschen stilvoller, als wenn ich mir jetzt so einen Louis Vuitton Geldbeutel oder beispielsweise was anderes hole. Nur nochmal das nebenan. Genau, dann haben wir hier was ganz Kleines, nichts Besonderes, ist einfach nur so ein Armband, was auch so geflochten ist. Wir haben oben hier so eine Kugel, womit man es dann oben so ganz cool verschließen kann, sprich man steckt die Kugel einfach hier rein und das Armband ist zu. Ja, wie gesagt, ist nichts Besonderes, haben wir jetzt nur reingenommen, weil ich es halt besitze und dachte mir, komm, schade drum, wenn wir es nicht reinnehmen, deswegen, ja, ist ein ganz cooles Accessory und passt auch eben zu diesem Understatement-Faktor. Hier ist eben nochmal so ein silbernes Ding dran, wo ganz klein Bottega Veneta draufsteht. Das können wir vielleicht später nochmal einblenden, weil man es jetzt nicht sehen wird. Genau, das dazu. Dann eigentlich so das Highlight von unseren Accessories auf jeden Fall die Brille hier aus der Fall Winter, nee, Spring Summer 2021. Wie man hier sieht, ein ovaler Cut. Ziemlich dunkel, komplett schwarz und die Gläser sind sehr, sehr dunkelbraun bis rötlich. Ja, ich finde aber auch so braun-rötlich, ja. Genau. Und ein echt ein cooler Hingucker. Da sieht man eben auch wieder kein Logo, was wir jetzt wahrscheinlich nie sehen werden. Aber sehr, sehr geil. Ich kann die mal eben anprobieren. Dann können wir die mal von der Seite so ein bisschen zeigen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Ding. Wie ich finde, Shoutouts auch an meine Freundin, die hat mir die geschenkt. Also Grüße gehen raus. Ja, abschließend kann ich sagen, ziemlich geil verarbeitet auch. Was ich gerade im Internet erfahren habe, ist, dass die tatsächlich sogar in Japan hergestellt ist, was ich bis dato nicht wusste. Ziemlich geil, irgendwie auch eine coole Nebeninformation, die ganz, ganz cool ist zu erzählen. Und genau, an sich, was man noch sagen kann, sehr, sehr robust, nicht so ein Klump, klappert nicht, liegt gescheit in der Hand und passt sich auch gut an, ist bequem und sieht geil aus. Ja. Genau, das dazu. Dann Brillenetui ist eben auch wieder in diesen, in den Waben, also in dem Geflochtenen, aber hier ist es nicht so wie beim Geldbeutel, dass es wirklich ja, geflochten ist sozusagen, sondern es ist
ja, irgendwie eher reingestanzt, würde ich sagen, so, aber die Optik, ja, kennt man ja von den Handtaschen im Endeffekt dann auch, ist auch sehr cool gemacht. Und hier innen drin hat man dann auch ein kleines Bottega-Tag sozusagen eingenäht oder, ja, genau. Dann packe ich die mal ein und gebe dir mal deine Pants. Einen Moment. Dann jetzt zu einer Pant, die ist ja relativ bekannt, würde ich jetzt mal auch behaupten. Das ist die Bottega Knee Strap Pant. Ja, in der schwarzen Colorway gibt es auch in Rot und ich glaube in so einem Türkis-isch. Ja, ich weiß auch nicht, ob die einen Woman's Piece oder ein Man's Piece, um ehrlich zu sein. Und braun. Ja, braun gibt es auch. Braun okay. Gibt es auch, ja. Genau, dann, ja, iconic, diese hier unten am Knee, also unterhalb vom Knee, diese Straps mit drei, also wirklich sehr minimalistisch, mit drei so Nieten sozusagen, mit so Clips, die man dann, je nachdem wie groß halt die Oberschenkel sind, hat man verschiedene Möglichkeiten, es einzustellen. Und gibt einen sehr coolen Look, ist sehr, ja, irgendwie ist ein Classic, aber hebt natürlich nochmal einiges hoch so. Was ich auch da jetzt wieder sagen kann, ist dieses, klar, vielleicht wieder ein bisschen viel reininterpretiert, aber wenn das dann unterm Knie ist und man das verschließt, gibt es auch wieder so ein bisschen so ein V, wenn ihr versteht, wie ich jetzt meine. Finde ich sehr cool. Also die Hose, ich habe sie mir leider nicht für Retail kaufen können, sondern Aftermarket dann im Endeffekt, weil sie sold out war. Aber ist sehr, sehr nice, finde ich. Also Qualität ist sehr stark und ist sozusagen eigentlich irgendwie nur eine Basic Pant, was eine Chino, hat auch hinten nur Chino Pockets, aber Fit ist sehr geil und diese Bündchen oder ja, ich weiß nicht, wie ich es nenne, so die Straps halt unten am Knie gibt der Hose einfach nochmal so einen Flair, der sehr einzigartig ist. Habe ich so eigentlich auch noch nie irgendwie jetzt gesehen bei einer Hose. Und ja, hinten haben wir dann auch wieder beim, also ein kleines Detail, was ich auch wieder sehr cool finde, ist diese Laschen für deinen Gürtel im Endeffekt, ist dann auch wieder hier in diesem Dreieck oder in dem V sozusagen geschnitten. Sehr cooles Detail, klar sieht man jetzt, wenn man die Hose anhat, am Ende des Tages nicht, aber wenn man sie in der Hand hat, einfach, ja, nice. Und hier hinten kann man dann noch die Laschen sehen, wo der Strap dann, oder die Straps besser gesagt, durchgehen. Und ja, Mann, hier vorne haben wir auch nochmal so ein, ja, wie soll ich es nennen, so diesen Bürohosen-Verschluss. Genau, wie so, letzte Woche bei der Rick-Hose. Genau, heute. Also same as, genau, einen nicen, ja, so ein clean Silber-Zip, aber jetzt auch nicht wirklich der Rede wert. Aber genau, diese Hose ist eine Size, ja, 46 ist für eine 46 dann doch irgendwo ein bisschen groß, würde ich sogar fast sagen, so vor allem an den Oberschenkeln, also er hat einen sehr weiten Cut, ist eine High-Waist-Jeans, also genau, also hat jetzt, sieht vielleicht ein bisschen aus, als hätte jetzt ein Drop-Crotch, aber ist wie gesagt eine High-Waist-Jeans, eine High-Waist-Pant, keine Jeans, ja Mann. Also ich bin sehr, sehr froh mit der Hose, wirklich. Ich mag die sehr, vor allem weil ich sehr viel Schwarz dazu antrage, eigentlich immer nur Schwarz oder sehr viel Schwarz trage. Und die Hose peppt dann sozusagen das Outfit einfach nochmal ein bisschen auf, weil es jetzt schon außergewöhnlich ist. Und das finde ich auch cool, dass man die Hose jetzt eigentlich nicht so oft sieht. Also ich safe nicht. Hab jetzt eigentlich noch nie wirklich jemanden so on street, klar, Lockdown-mäßig sieht man jetzt irgendwie so viele Leute, aber hab sie sehr selten gesehen, ja, sonst eigentlich nur auf Social Media. Aber das ist eh so ein Unterschied, genau wie du schon angesprochen hast, man sieht viele Leute mit denselben Pieces und die auch so ausgefallene Pieces haben, aber man sieht es jetzt mehr weniger auf der Straße, sondern eher auf Instagram, auf der virtuellen Welt oder in der virtuellen Welt, besser gesagt. Und ja, deswegen halt immer ein super geiler Hingucker, Mann. Ja. Finde ich auch sehr nice, genau. Finde ich auch privat, also persönlich sehr. Das ist klar, gut, das kann man jetzt, fällt mir gerade auch noch ein, man kann die Straps auch rausnehmen und das habe ich auch mal gemacht, das ist jetzt aber, keine Ahnung, man kann es dann auch umdrehen, heißt dann hätte man jetzt nicht das als Front, die drei Nieten, sondern nur die drei Ringe. Das finde ich, sieht dann auch nochmal cleaner, was weiß ich, einfach nochmal was anderes,
finde ich ganz cool, dass man auch, wenn man jetzt sagt, so, yo, ich habe jetzt heute nicht Bock, die, klar, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man geht in die Arbeit oder so und will sie ganz normal anziehen, hast du auch die Möglichkeit, die Straps rauszutun, also du bist nicht daran gebunden, sie drin zu haben und somit ist, bist du nicht so ganz eingeschränkt mit der Hose und kannst sie dann auch casual, wenn wie gesagt in die Arbeit gehst oder so, wearen. Jo. Ja, genau. Gib die mal her, ich lege mal zurück. So, jetzt kommen wir zu dem ersten Hut. Das sind die kompletten Bottega Chelsea Classics. Also die gibt es schon seit über 10 Jahren von Bottega im Sortiment. Sind auch eins der meist verkauften Pieces davon, würde ich schon fast sagen. Einfach weil es ein ziemlich klassischer Schnitt ist, wie man halt eben den Chelsea Boot kennt. Man hat aber halt auch hier wieder ganz coole Details, wie zum Beispiel vorne dieses geflochtene in der Mitte, dieser Stripe nach oben und dann hier, wie Flo vorhin schon gesagt hat, dieses V, was hier in dem Sinne, so wie wir uns das vorstellen, das so V, ist genau, fast, ja. Das V so angedeutet wird, wie ich finde, sehr, sehr geil gemacht von der Qualität. Ja. Wirklich sehr, sehr krass. Also ich trage den Schuh jetzt circa ein halbes Jahr. Er ist mega bequem. Ich hatte davor, um einen Vergleich zu haben, ein Wyatt Boot von Yves Saint Laurent und der war lange nicht so bequem wie der hier. Also der war wirklich, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, von der Qualität wirklich absoluter Schmutz, fand ich persönlich. Die Meinungen sind verschieden, aber ich fand ihn, wie gesagt, einfach nicht gut, weil erstens diese Echtholz-Bodensohle ziemlich nice war, aber dann doch sehr, sehr unbequem und halt auch nach circa 2 Wochen so aussieht, als hättest du sie 3 Jahre getragen. Nicht mein Fall, deswegen bin ich mit dem echt super glücklich, weil er simpler ist, bequemer und ja, halt einfach eine geilere Sohle und eine viel, viel bessere Qualität. Was man sonst noch so sagen kann, der war ziemlich bekannt im Jahre 2015, 2016, 2014, um den Dreh rum, vielleicht sogar noch 2017, also ziemlich große Zeitspanne jetzt, ja, aber auf jeden Fall hat den Schuh sehr oft Kanye West getragen und hat ihn da auch mehr oder weniger ein bisschen iconic gemacht und ja man, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, geile Qualität, innen ist auch nochmal eine schöne Ledersohle, alles ist beledert und ja. Wie gesagt, fühlt sich sehr robust an, bin super happy damit. Genau, dann würde ich sagen, wir legen den mal zurück und nehmen uns mal die Boots hier vor. Und zwar schauen wir uns die mal zusammen an. Dann nimmst mal du ein und ich ein. Genau, was wir hier haben, ist ein New Bottega Boot in der Gummivariante in Braun. Wie hier zu sehen, unschwer zu erkennen, ist der Schuh nicht so groß. Bedeutet, das ist nicht unser, es ist der von meiner Freundin. Wir haben ihn netterweise ausgeliehen bekommen für das Video, weil es eben super reinpasst. Genau. Ja. Ja, hier sieht man auch wieder unten an der Sohle dieses typische Muster von Bottega bzw. New Bottega. Und ja, was ich krass fand, wusste ich nicht, hat mir Anton vorhin gesagt, ist der Schuh riecht nach Schokolade. Also no joke, wenn man dran riecht, es ist wirklich wie so, ja, wie so Vollmilchschokolade. So, das ist echt krass. Also es ist wirklich crazy. Er meinte, was meinst du, sind die anderen Gerüche? Die leinfarbenen riechen nach Limette, die schwarzfarbenen weiß ich nicht, aber ich schätze mal irgendwie in die Kohle-Richtung. Ich glaube jetzt nicht, dass da alles nach irgendwelchen Geschmäckern geht, sondern wirklich nach Gerüchen, die verschieden sind. Weitere Farben weiß ich nicht, kann mir aber vorstellen, dass die neuen aus dem Late 2021 jetzt nach weißer Schokolade riechen. Ja. Könnte also ich mir gut vorstellen, ist eine sehr, sehr geile Marketing-Sache. Schau das an Daniel Lee, Alter, geile Aktion, Mann. Also das ist wirklich ein starkes Konzept, habe ich auch so noch nie gesehen. Also finde ich ehrlich, einzigartig, ja. Sehr erstaunlich. Genau, das ja, war es dann auch. On-Feed-Bilder kriegt ihr jetzt von uns leider nicht, weil sich keiner da reinzwängen will, jetzt genau. Kann. Aber ich glaube, vielleicht können wir von Antons Freundin ein paar Fit-Picks, wenn wir da welche haben oder wenn sie welche hat, einblenden. Genau. Oder wir suchen euch einfach ein paar aus Instagram raus, ja. Weil da gibt es auch echt genug coole, die wir verwenden können. Ja. Genau. Ah ja, was mir jetzt noch ganz kurz, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, auffällt, ist, was man auch erkennt, jetzt wie zum Beispiel bei den Chelsea Boots von Anton, ah, ja, hier genau. Eben, so dieser, wie dieser Gummi-Einstieg, ja. Oder ist so angedeutet, mhm. Und ja, bin auch tatsächlich jetzt, ich hatte sie davor noch nie in der Hand, sehr überrascht von der Qualität, weil ich habe die immer nur online gesehen, dachte mir so, ja okay, Digga, sind halt komische Stiefel, ja, so, weißt du, was ich meine?
kann man die so ausmachen. Fand ich schon krass, aber jetzt, wenn man sie so hat, das ist eher wie so ein, weiß ich, wie so ein Art Neoprenanzug. Ja, es ist wirklich krass. Also es ist Kautschuk. Ja. Und wir haben auch nochmal eine Echtleder-Innensohle, wirklich Echtleder. Ich habe dran gerochen und habe sogar nachgeschaut. Diese Schicht hier ist das einzige Echtleder, darunter ist natürlich Gummi, klar, aber die Qualität auch wieder sehr, sehr stark. Auf jeden Fall nochmal, also nochmal zur Qualität, mega geil. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass sie so eine nice Quali haben, weil es am Ende irgendwie nur noch ein Gummischuh ist. Ja. So, what the fuck. Aber was man sagen muss, wenn man dann irgendwie, ich glaube 490 Euro sind es, in die Hand nimmt und den Gummischuh hier kauft, blöd gesagt, hat man auf jeden Fall schon noch was an Qualität. Also man kauft jetzt nicht einfach irgendeinen Schwan, es ist auf jeden Fall ziemlich geil. Und ich hätte ihn auch selber sehr, sehr gerne in Schwarz, habe es mir auch fast überlegt, bin auch gerade noch am Überlegen, mal sehen. Vielleicht können wir dann noch nachträglich mal drüber sprechen, über irgendwie Latest Pickups oder so. Ja, auf jeden Fall. Ja, Mann, das war's von unserem Video zu Bottega Veneta. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Und über jegliches Feedback würden wir uns super freuen. Ich versuche jede Woche Content zu liefern und ja, geben doch Gas, Mann. Ja. Sehr geil. Dann abonniert den Kanal, shared den Content, weil wir haben einiges jetzt noch geplant für euch, für die Zukunft. Und in dem Sinne kommen jetzt wieder, wir haben ja typisch am Ende ein paar On-Body-Aufnahmen. Genau. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder bei Episode 4. Und bis dahin. Peace.